Dazu muss ich dir noch was erklären, und zwar, wir haben ja ein Nervensystem, also mit Hirn und Rückenmark, und wir haben das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem besteht aus drei Teilen. Den einen nennt man Sympathikus, den anderen Teil Parasympathikus, das sind quasi so Gegenspieler, die müssen sich das Gleichgewicht halten, erkläre ich dann gleich noch mehr dazu. Und dann gibt es noch ein spezielles Nervengeflecht, das für die inneren Organe und für die Verdauung zuständig ist. Aber die Reaktionen, die wir in so Schrecksituationen oder Angstsituationen haben, die haben eben mit dem vegetativen Nervensystem zu tun, also mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Ursprünglich in der Wildnis waren das die Nervengeflechte, die die Reaktionen also bei Gefahr veranlasst haben. Und das war auch total sinnvoll. Also der Sympathikus, das ist der, der alles aktiviert. Also da wird der Körper vorbereitet für entweder Flucht oder Kampf. Das heißt, der Puls und Atmung steigen an, also die Muskulatur wird optimal versorgt. Die inneren Organe, die Verdauung und so weiter werden, da wird die Energie abgezogen, damit genügend zur Verfügung steht, eben für Flucht und Kampf. Es werden sogar schon Blutgerinnungsfaktoren verstärkt, damit, wenn eine Wunde entstehen würde, damit das schnell heilt. Also das sind die Reaktionen Flucht und Kampf, und dafür ist das Nervengeflecht des Sympathikus zuständig. Dann gibt es in der Natur, also auch in der Tierwelt, und wir haben das eben auch in uns, noch eine andere Reaktion, und das ist das Erstarren. Also in der Tierwelt gibt es ja auch das Totstellen. Das ist genau das Gegenteil passiert da. Also da wird die Muskulatur nicht angespannt, sondern sie erschlafft. Da sinkt Herzschlag, da sinkt der Blutdruck, das könnte jetzt im Extremfall bis zur Ohnmacht gehen. Also das waren die ursprünglichen Reaktionen, Flucht, Kampf oder Erstarren und Totstellen. Jetzt in so einer Situation, wenn wir uns erschrecken oder Angst haben vor etwas, dann wirkt das in uns immer noch. Also diese beiden, also die arbeiten sowieso die ganze Zeit, aber in solchen Situationen kann es sein, dass das Gleichgewicht eben nicht mehr besteht. Also da entweder gehört man zum Typ, der eher sich aufregt und eben eher Flucht und Kampf in so einer Situation forciert, oder man gehört zum anderen Typ, wo der Parasympathikus stärker ist in so einer Situation. Das sind dann die Erstarrten, also die Regungslosen, da fühlt man sich unfähig, überhaupt irgendetwas zu tun. Man kann vielleicht Schweißausbrüche bekommen, es wird einem schlecht, aber man fühlt sich wie gelähmt. Ja, jetzt geht es zuerst darum, dass du herausfindest, zu welchem Typ du gehörst. Ich habe das im PDF noch ein bisschen genauer beschrieben. Und also das ist überhaupt nichts Schlechtes. Jeder hat das, und das ist einfach normal. Also der Parasympathikus und der Sympathikus wirken immer in uns. Die meisten Menschen in unserer jetzigen Gesellschaft neigen eher zu der angespannten Reaktion, also zu der nervösen, dann eher wütend. Das hängt damit zusammen, dass wir immer schon eher angespannt sind, weil doch relativ viel Hektik bei uns ist. Ganz viele Menschen atmen auch nur noch bis in die Brust und nicht bis in den Bauch. Und wenn du in so einem Zustand bist, wenn du bei deinem Pferd bist, dann spürt das Pferd das natürlich. Und, also nicht nur das, es spürt das, aber es interpretiert auch, dass Gefahr im Verzug ist. Weil das Pferd ist selbst ein Fluchttier. Und diese Reaktionen, also Flucht oder Kampf, vor allem Flucht beim Pferd, die sind ihm sehr nah. Jetzt, Gott sei Dank, gibt es einige
relativ einfache Übungen oder nicht Übungen, einfach Handlungen, die man tun kann, wenn einem sowas passiert. Bevor das natürlich ganz extrem ist, dann wird es schwierig, dann geht das in Richtung Panikattacke, aber wenn das einfach so, wenn du spürst, ah, jetzt spanne ich mich an, jetzt atme ich nicht mehr richtig, jetzt befürchte ich, es könnte das und jenes passieren und bin schon auf Abwehr, dann gibt es da einige Handlungen, die du tun kannst, um diesen, in diesem Fall den Parasympathikus, der quasi untervertreten ist, zu aktivieren. Das habe ich dir beschrieben in der Aufgabe. Und genau dasselbe gibt es für die sogenannten Vagotoniker, wo der Parasympathikus überreagiert, also die eher sich totstellen würden, was ja auch nicht wahnsinnig hilfreich ist, jetzt im Zusammenhang mit einem Pferd, das vielleicht nicht unter Kontrolle ist. Da gibt es auch einige Handlungen, die man vornehmen kann, um in so einer Situation das Gleichgewicht wiederherzustellen und wirklich eigentlich wieder handlungsfähiger zu werden. Weil wenn das vegetative Nervensystem das Kommando übernimmt, also in so einer Gefahrensituation passiert das zuerst, dann kann unser Verstand einpacken. Also das ist dann wie einfach der Überlebensmodus, der da funktioniert. Jetzt eben gibt es diese Möglichkeiten und dass die Aufgabe in der Aufgabe 2, also Aufgabe 2a, der erste Teil der Aufgabe, ist, dass du eben das herausfindest, welchem Typ du gehörst und dir durchliest, welche Handlungen da vorgeschlagen werden. Also das habe nicht ich erfunden, sondern das kommt aus der Psychologie, vor allem eben von Angsttherapeuten. Und dass du das ausprobierst für dich. Ob das möglich ist, dass du in einer Situation, wo du dich anspannst oder wo du merkst, ich bin alles zu viel, dass du in dieser Situation diese Handlungen ausprobierst. Das Ziel ist natürlich davon, dass du ein Werkzeug bekommst, wie du in solchen Situationen mit deinem Pferd besser umgehen kannst, dass du besser bei dir bleiben kannst. Weil eben, wie gesagt, sobald wir an das vegetative Nervensystem quasi das Kommando abgeben, wird es schwierig. Und früher, also eben, wenn man dem Säbelzahntiger gegenüber gestanden ist, dann hat das alles Sinn gemacht, das ist klar. Aber jetzt, also wenn es darum geht, mit einem Partner quasi zu kommunizieren, dann stehen diese Reaktionen im Weg. Ich denke, das hast du verstanden.